Positives Denken, so kriegen wir es seit vielen, vielen Jahren eingetrichtert, ist etwas, was hilft, was uns gesund macht, was wertvoll ist, etwas, was wir tun sollten. Und wenn da dann jemand herkommt und sagt, da müsste ich ein ziemlich großes Fragezeichen machen und dass das positive Denken eigentlich das Problem darstellt, so ist das etwas, was zunächst überrascht. Und wenn es dann auch noch gut belegt wird, in einer Weise irritiert, dass es letztendlich wieder zu Ärger führt. Wie immer, wenn man etwas zu quer denkt und etwas zu weit gedacht hat. Liebe Zuschauer, das ist Gegenstand unseres folgenden Gespräches. Lieber Hans, du hast eine Publikation gemacht, die sich mit der Gefahr des positiven Denkens befasst. Und du hast damit nicht nur eine Menge Prügel bezogen, sondern auch eine Menge riskiert. Lass uns aber vielleicht vorne anfangen. Positives Denken wird ja allgemein als etwas Sinnvolles, Gutes betrachtet. Warum sprichst du von einer Gefahr des positiven Denkens? Also positives Denken ist positiv. Es geht nichts ohne positives Denken. Also das ist ja nicht, ich habe das Buch ja nicht geschrieben jetzt, weil positives Denken etwas Negatives ist. Sondern ich habe das ja geschrieben aus einer Analyse heraus, dass ich festgestellt hatte, als ich damals 1994 mit Bruce Lipton gearbeitet habe, dass ich das erste Mal die Patienten in Kalifornien unter den Gesichtspunkten, an was glauben die, was wissen die, was machen die, welche Konfession haben sie. Und ich habe festgestellt, dass also die meisten Leute, die also krank waren, positiv denken. Und das war für mich etwas Erschreckendes, weil ich war selbst ein sehr, sehr positiv denkender Mensch. Worüber denken die positiv? Von der Krankheit? Die denken positiv, dass sie nicht krank werden. Okay. Und um jetzt gleich mal in die Thematik reinzugehen, die ist ja sehr wichtig. Wir sind Teil vom Ganzen. Der menschliche Organismus ist Teil vom Ganzen auf diesem Planeten. Und dieser Planet hat also, ist polarisiert. Wir haben einen Nordpol, wir haben einen Südpol, wir haben Minus und Plus, wir haben also einen Magnet, der genauso arbeitet, und genauso sind wir in dieser Polarisation eingebunden als Teil vom Ganzen. Wir wissen aus der Elektrotechnik, wir wissen aus den anderen Wissenschaftszweigen, dass unser gesamtes Umfeld, gegenüber dem Erdkern, dem Core, dass wir positiv, also dass das Umfeld ist positiv. Und wir als Organismus haben hier nur eine Lebensberechtigung, wenn wir anders polarisiert sind, damit wir hier uns dokumentieren können als etwas anderes. Wenn wir auch positiv wären, wären wir die Umwelt. Dann wären wir kein menschlicher Körper, sondern wir wären etwas anderes. Also unser gesamter Organismus ist gegenüber der Umwelt negativ polarisiert. Und das war als erstes Mal für mich, ich bin zwar Physiker, aber trotzdem in dieser Betrachtungsweise jetzt, dass man also einen Organismus mit einbezieht in der Betrachtungsweise der Wissenschaft. Warum haben wir Krankheiten und wer ist denn eigentlich krank? Was denken die Kranken? Was denken die Nicht-Kranken? Und da kam ich drauf, dass es gibt gar keine Krankheiten, es gibt nur zwei Symptome. Es gibt, du bist gesund oder nicht gesund. Und wenn du nicht gesund bist, bist du noch lange nicht krank. Krank ist etwas, was man sich selbst zufügt, indem man das Wissen über die Gesundheit nicht richtig deklarieren kann. Also habe ich 1500 oder sogar 1800 Patienten aus dem Universitätsklinikum, der Universitätsklinikum in San Francisco habe ich analysiert und die haben ja Fragebögen, da gibt es ja über alles einen Fragebogen, ne, also 2,5 Seiten, an was denkst du, was willst du, was machst du, und jeder, der hat sich als positiv, ich bin positiv und ich werde mit meiner positiven Energie, die ich habe, werde ich die Krankheit bekämpfen. Und dann hatte ich ungefähr so 500 Leute, die also gesagt haben, positives Denken, Blödsinn, ich rauche, ich trinke, Der Hohenbock, der alte Hohenbock, jeder kennt ihn, ne? 80 Jahre alt, kein Tag krank. Das gesamte Umfeld um so einen Menschen, der also noch nie krank gewesen ist und also einen schlechten Lebenswandel führt, regt sich auf, alle sind sie krank. Und diese Analyse, die wir gemacht hatten, das war damals in Stanford, direkt mit dem Bruce Lipton zusammen, was passiert jetzt, wenn wir positiv denken? Und da kam das erste Mal, es ist nicht das positive Denken. Das positive Denken ist Teil unseres Seins als Mensch. Es ist das elevierte positive Denken. Was bedeutet das? Also eleviertes positives Denken ist das, die Polarisierung des gesunden Menschenverstandes ist in der Exzessform ein positives Denken, was also drüber rausgeht aus deinem Eigennutz. Du denkst nicht positiv, weil du bist kriminell, du musst positiv denken. Jeder Kriminelle denkt positiv, ansonsten gäbe es keine Kriminalität. So. Wenn ich aber gesund bin, brauche ich nicht positiv denken, dass ich nicht krank werde. Das ist der erste Wahnsinn. Na? Also man steht früh auf und sagt, okay, also ich rauche nicht, ich trinke nicht und ich werde mich heute gesund ernähren und ich bin absolut positiv, dass ich den Tag überstehe, damit ich nicht krank werde. Total Irrsinn. Einfach leben. Einfach nicht denken, dass du... Na? Ja. So. Es fing an, dass ich natürlich, ich war ja auch Neuling, das ist ja solche Sachen, die man also sich selbst dann reinzieht, muss man ja auch dann studieren. Also habe ich den Ursprung des positiven Denkens, der hat ja nichts zu tun mit irgendwelchen Menschen, sondern das ist ja aus der Kirche gekommen. Reverend Vincent Peale in einem Jahr, ich glaube, es war 56 oder 54, hatte das Problem, dass immer mehr Leute in Amerika also sich abgewandt haben von der Kirche. Und er kam dann auf den unglaublichen Idee, ich schreibe ein kleines Buch und das nenne ich The Power of Positive Thinking, die Gewalt des positiven Denkens. Wurde genauso erfolgreich wie die Bibel. Ich glaube, der hat mehr kleine Bücher verkauft, jetzt als die Bibel verkauft worden sind in der Zeit. Und daraus hat sich eine unglaubliche, eine Milliardenindustrie herausgebildet, unterstützt von den Ländern, von den Obrigkeiten, weil man sagte, wenn du im Leben noch nichts geschafft hast, lege 500 Euro hin, mache ein Wochenendseminar an positives Denken, an positive Animation und nach diesem Wochenendseminar kannst du alles erreichen im Leben, was du willst. Nur weil du richtig positiv animiert bist. Es sind viele Leute Milliardäre geworden. Die Seminare angeboten haben. Ja, logisch. Ja. Ne? Und ich habe ein ganzes Kapitel in dem Buch, das Buch heißt ja The Danger of Positive Thinking, habe ich dann diesen Phänomen. Ich habe es selber ausprobiert, ich bin selber zu Seminaren gegangen, die also positives Denken jetzt als Animation gemacht haben. Und ich habe dann auch Fragen gestellt und ich habe dann auch Analysen gemacht. Und dann kam natürlich, das ist wieder die Macht. Wenn du nicht positiv bist, bist du negativ. Wenn du negativ bist, bist du gegen irgendetwas. Und wenn du gegen irgendetwas bist, hat die eine Handhabe, gegen dich zu kämpfen. Also ist die erste Frage, wenn man nach Amerika kommt, bist du positiv? Und wenn du sagst, nee, ich habe gesunden Menschenverstand, also bist du negativ. Und wenn du negativ bist, hast du in Amerika nichts zu suchen. Und das ist extrem. Das ist dieses Nosen. Ja, ist extrem. Und dieses Extrem habe ich analysiert mit einigen Wissenschaftlern. Das Buch ist geschrieben 1994. Waren zwei andere Sachen, die noch dazu die eine Rolle gespielt haben. Ich hatte sehr viel Erfolg in meinem Beruf und mein Rechtsanwalt ist dann mal in meinen Tresor eingebrochen, sagen wir so, und hat sich dann also selber bedient. positives Denken. Und wie gesagt, es war 1 Million im Tresor und ich habe gesagt, okay, also was mache ich jetzt, damit ich die 1 Million wieder verdiene? Also schreibe ich ein Buch. Er hat mich bestohlen, er hat positiv gedacht und er hat es geschafft. Und jetzt denke ich mal, nicht negativ, sondern jetzt werde ich mal seine positive, schlechte Reaktion als Krimineller mal analysieren. Vielleicht interessiert das auch anderen Lesern. Ich habe 100.000 Bücher habe ich gedruckt, mit dem Resultat, dass ich also praktisch 1.000 Bücher verkauft habe. Und ich war verzweifelt. Alleine die Bücher haben mich 100.000 Dollar gekostet, um die Bücher zu schreiben und zu machen und zu veröffentlichen. Mit dem Resultat, dass ich dann praktisch in meiner vollsten Verzweiflung praktisch das Warenhaus praktisch leeren wollte und treffe dann einen Menschen. Und ich sage immer wieder, also man trifft sich ja immer zweimal im Leben. Es war jemand, vielleicht die Zuschauer vielleicht kennen den Kirby, das ist also die Vakuum, das ist eine Vakuummaschine, der in den Staaten wie ein Cadillac verkauft wird, kostet 2000 Dollar, keiner braucht den. Und die Leute, die den Kirby verkaufen, sind Hustler. Also ich sage nicht Kriminelle, ne? Sondern sind Hustler. Also die machen schon ganz schön Power, um das Ding zu verkaufen. Und er sagte zu mir, was bist du so traurig? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, um Kriminelle zu entlarven, aber ich krieg's nicht los. Keiner will das Buch kaufen. Und da sagt er, zeig mir das mal. Und er hat die 100.000 Bücher innerhalb von 1 Monat verkauft. Und das ist eigentlich, ne, man hat also den Fuß in die Türe gestellt und hat gesagt, ich verkaufe Ihnen eine Vakuummaschine für 2000 und die Tür ging zu. Und dann haben die das Buch gebracht, haben gesagt, glauben Sie, dass ich Sie belügen oder betrügen will? Ich zeige Ihnen ein Buch, wo Sie die Diebe und die Mörder und das erkennen können. Ja. Ne? Und jeder hat das Buch gekauft, innerhalb von einer kurzen Zeit waren die Bücher verkauft. Ne? Du hast darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen positiven Denkens etwas sind, was ich sag mal, eine Gefahr bedeutet. Hast gleichzeitig gesagt, wir sind als menschliche Organismen Teil des großen Ganzen. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, es gibt ja das Problem, dass, ich sag mal, gesundheitliche Probleme auftreten können, dass man eben als Teil des großen Ganzen mit Baustellen rumläuft. Du vermeidest ja immer den Begriff des Krankseins, sondern sprichst lieber von Baustellen. Dann ist den Organismus in die Befähigung zu setzen, diese Baustellen zu erkennen, also nichts, was dann, ich sag mal, positives Denken für den Organismus wäre, sondern er unterscheidet zwischen dem, was zu tun ist und wo es nichts zu tun ist. Insofern ist dann die Technologie, die du entwickelt hast, im Laufe deiner weiteren Forschungsarbeiten, wo du hier so einen, intellektuellen Impuls auch bekommen hast, dann etwas, was den Menschen auf die Art und Weise wieder in sein Lot als Teil des Ganzen bringt. Ist das... So kann man es auch bezeichnen. Okay, also das Problem ist nicht, dass positives Denken als das, was wir denken, ist Schlechtes, sondern es ist die Überschreibung des gesunden Menschenverstandes durch etwas, was wir nicht fühlen, sondern was von draußen kommt, damit wir Teil vom Ganzen sind. Ja. Also wenn du krank bist, bist du nicht Teil vom Ganzen. Du bist Außenseiter, wenn du krank bist. So, wenn du jetzt irgendwo hingehst und du sprichst jetzt nicht über deine Krankheit, bist du ein Außenseiter, weil es gibt heute niemand mehr, der sich begrüßt. Die begrüßen dich, guten Morgen, Michael, wie geht dir? Nein, es geht, oh mein Gott, jetzt bist du wieder gesund? Mein Gott, du siehst aber scheiße aus, ne? So ungefähr. Ja. Na? So, das heißt also mit anderen Worten, es ist nicht das, was wir selbst denken, sondern ist die Überschreibung des gesunden Menschenverstandes, dass wir uns als Teil vom Ganzen immer in jeder Situation selbst analysieren und deklarieren. Das Problem ist, ich habe das in dem Buch ist es ja ganz, ganz klar beschrieben. Also ich stehe mit beiden Beinen auf den Füßen und bin, bin arm. Also ich hab zwar studiert, ich hab einen Titel, aber ich habe nichts im Leben. Ne? Und da schlage ich die Zeitung auf und da steht drin, also an diesem Wochenende gibt es ein Seminar über positive Animation. Wenn du dieses Seminar nimmst, kannst du alles erreichen. Du kannst Millionär werden, du kannst alles kannst du machen. Kostet 500 Euro. Also du gehst dann durch die letzte, ne, und legst das Geld hin und gehst dahin. Da sitzt du 2 Tage da, ein Wochenende da und hörst dir das an. Was passiert? Was passiert energetisch mit unserem Organismus? Also du sitzt da in der ersten Sekunde und das kann man, ich habe eine Formel entwickelt, um das auszurechnen, wie schlimm es sein könnte. Ne? Und du sitzt so da, wie ich jetzt da sitze, mit beiden dran und plötzlich da vorne sagt, okay, also wenn du das machst jetzt, ne, dann, also in 3 Wochen hast du 100.000, in 1 Monat hast du 1 Million und in 10 Jahren hast du 1 Milliarde. Ne? Und da imbalancierst du dich zwischen dem Positiven und Negativen, zwischen dem Möglichen und Nichtmöglichen. Irgendwie jetzt fängt das Bein an, nach oben zu gehen. Ne? Und plötzlich so, nach einem Wochenende hast du in 100 Meter Höhe ist das rechte Bein und das linke Bein steht auf der Erde. Und dann sagt er, danke fürs Zuschauen und verschwindet. Und du stehst da oben auf einem Bein. Du lässt dich allein, ja. Du stehst da oben auf dem Bein. Also, der hat ja nichts anderes gemacht, als gesagt, okay, danke, dass du mir die 500 Euro gegeben hast, weil du kannst ja, ich kann ja in 12 Jahren Studium, ja. Ich habe ja 14 Jahre studiert, das kann ich ja in einem Wochenende nicht, da mache ich doch dieses Wochenendeseminar sofort, bevor ich studiere. Ich mache ein Wochenendseminar, dann kann ich alles erreichen, was ich möchte im Leben. Warum muss ich erst 14 Jahre studieren, um dann festzustellen, dass ich nichts weiß? Dann lege ich 500 Euro hin und dann, also was ist denn das für Nonsens? Ne? Das heißt jetzt, diese Imbalance zwischen der Realität und dem, was du glaubst, was machbar ist. Da gibt es eine Imbalance und je größer die ist, je schlimmer ist das Runterfallen. Ja. Und das ist eigentlich das Buch. Es zeigt an, wie schlimm es sein könnte, wenn du die Balance zwischen den Machbaren, deiner eigenen Persönlichkeit, deines Iches und deiner Fähigkeit, jetzt real zu denken. Ein gesunder Menschenverstand jetzt ist etwas Unglaubliches. Ich habe das Buch 1994 geschrieben, als ich dann 2002 graduierte als Immunologe. Hatte ich das natürlich wieder. Ich habe also Medizin studiert mit dem Bewusstsein, Menschen zu helfen. Und habe festgestellt, oh mein Gott, je mehr ich ja Menschen therapeutisch helfe, je weniger Chance haben sie zu gesunden. Weil wenn ich 100% Erfolg habe, sind sie tot. Weil du kannst ohne Baustellen nicht existieren. Weil nur die Baustellen haben die Möglichkeit, sich mit den Umweltveränderungen zu kombinieren und zu koordinieren, um dann den Organismus, den 95%, zu sagen, also hier ist Toxine in dem hier ist Luftveränderung, hier ist atmosphärische Veränderung. Na, das kriegt nicht der Körper, sondern kriegen nur die Baustellen. Und dadurch sind die Baustellen ja wichtig, nicht alle Baustellen. Ne? Wenn du verpasst, die Baustelle zeitig genug zu analysieren und zu erkennen, dann wird es chronisch, dann wird es Krankheit, dann hat auch dieses Gerät fast ihre Möglichkeit verloren. Wenn du aber zum Beispiel einmal im Monat, halbe Stunde, hat doch jeder in der Welt, ne? Und damit zeigst du dem gesunden Körper, na guck da mal rum, ob da eine Baustelle ist, ne? Und da sagt der gesunde Körper, ja, es sind Baustellen, aber mit denen kann ich bequem leben. Ich habe es jetzt auch erkannt, deswegen kann ich mit ihnen leben. Ja? Ja. So. Das heißt also, das meinte ich, der Bogen von der Publikation, von dem Erkennen, dass positives Denken eben Gefahren beinhaltet, wobei man in Klammern dazu sagen muss, dass man ja so ein bisschen drüber stolpert, und das bestätigt ja auch den Titel deines Buches. Wenn du heute von Erkrankungen sprichst wie HIV, dann ist ja das Positive, das Negative im Sinne von Gesundheit. Du bist HIV-positiv. Und das Negative ist eigentlich, gesund. Alles ist okay. Ja. Also insofern bestätigt das genau. Und bei Krebs das Gleiche, bei allen anderen jetzt. Die Krebsmarker sind alle positiv. Alle Krebsmarker sind positiv. Du hast einen Krebsmarker, der ist 15, ja, der ist negativ. Und das ist okay. Gesund. Ja. Du hast einen Krebsmarker von 265, das ist positiv. Aber nochmal zurückzugehen jetzt zu dem, genau, zu der Technologie. Also als Arzt hatte ich dann natürlich dann unglaubliche Probleme, mit meinen eigenen Kollegen über dieses Thema zu sprechen. Also man hat dann sich zwar die Lektüre, ich habe es dann übersetzt, ich habe ja noch einen Verlag, also meine Frau hat einen Verlag jetzt, wo das Buch übersetzt worden ist. Und ich arbeite seit 2 Jahren an einem Buch, das heißt Diagnose Kriminell. Eine medizinisch-wissenschaftliche Beweisführung, dass eleviertes positives Denken die Hemmschwelle, die neurale Hemmschwelle so verbiegt, dass aus ganz normalen Menschen, aus ganz normalen, gesunden, positiven Menschen Kriminelle werden. Ja, ja. Und das ist ja, wenn du vielleicht das mal zeigst, also kannst du ja fast vorne lesen, es ist ja, es gibt 100%, es gibt eine Relation zwischen positivem Denken und Kriminalität, ja, weil alle Kriminellen, alle Diebe, Mörder und Scharlatane denken sehr positiv, damit sie praktisch ihr umsetzen können. Ja. Jetzt aber nochmal abschließend zurück zu der Forschungsarbeit, der medizinischen, physikalischen Forschungsarbeit, die letztendlich auch eingeflossen ist oder basiert ist mit solchem Wissen und solchem Denken. Da stellst du den Menschen wieder, wenn man so will, in seinem evolutionären Zustand zurück, ja, indem du ihm die Informationen, dem Organismus die Informationen gibst und ermöglicht zu erkennen, das ist eine Baustelle und das ist keine. Also positives Denken ist ja... Positive Denken, das existiert nicht. Es ist der gesunde Menschenverstand, der uns Menschen befähigt, überhaupt uns zu erkennen. Positives Denken kommt immer nur, wenn man krank wird. Also wenn du erkrankst, in dem Moment, wenn du erkrankst, denkst du positiv, damit du nicht stirbst. Ja? Jeder Mörder, also ich sage jeder Mörder, also von den 10.000 jetzt, die also in dieser Studie verankert wurden, in ungefähr 120 Ländern. Jeder Mörder, wenn er gefasst wird, geht zu Jesus Christ. Jeder Mörder im Gefängnis, der da sitzt, nimmt und liest die Bibel und studiert die Bibel und geht zum Jesus Christ. Was ich damit sagen will, ist ganz logisch jetzt, ne? Dass man, wenn man das vorneweg macht, wird man kein Mörder. Also ich wäre ja, wenn ich an Schöpfer glaube jetzt als mein Partner und wenn ich an Jesus Christus glaube jetzt als jemand jetzt, der für mich da dann wäre ich nicht kriminell, na. Also ich werde kriminell und dann gehe ich dahin zum Dings und das ist das Gleiche, ne? Du wirst kriminell jetzt, weil du nicht an den Schöpfer geglaubt hast und du wirst ein Believer vom Schöpfer, wenn du die Gefahr gesehen hast, was passiert, wenn du kriminell geworden bist, ja, und dann sitzt du im Gefängnis und was machst du? Liest die Bibel als erstes. Ne? Das sollte man vorneweg lesen. Ne? Ich sage das jetzt, weil ich ja Theologie studiert habe und ich bin sehr ernsthaft da drin. Ne? Und ich habe Hunderte und ich habe Tausende von Leuten, wo ich gesagt habe, Leute, positives Denken ist wichtig für uns. Ihr müsst irgendwas machen, aber nicht in der Relation, dass ihr den gesunden Menschenverstand opfert für etwas, was ihr nicht versteht. Ja. Weil ihr könnt das ist genau der Link zum Medizinbetrieb, sich auf die Basis zu stellen, zu sagen, wir haben hier eine Erkrankung, wir haben hier etwas, was in den Organismus nicht reingehört, da muss mit Medikamenten, da muss mit Behandlungen dagegen geballert werden. Das ist etwas, was genau letztendlich vergleichsweise dann die Probleme auch wieder produziert und wo man eben, wenn ich den Organismus in die Befähigung setze, das selber zu erkennen und zu regeln, den Ausweg drin. Das ist der gesunde Menschenverstand des Organismus. Ja. Wir Wissenschaftler, speziell wir Ärzte, haben doch ein Riesenproblem der Spontanheilung. Ja. Ja? Also es ist ja, wenn es sowas gibt, da hat man doch das Recht, also was ist Spontanheilung? Also du bist krank bis zum Abwinken, du schleppst dich in die Kirche rein und du kommst aus der Kirche raus und der Krankenwagen steht draußen und der sagt, was ist los, du, ich habe dich reingetragen in die Kirche, jetzt kommst du rausgelaufen, jetzt willst du den Krankenwagen fahren, weil ich bin ja kränker als du. Das Spontanheilung heißt einfach, dass die Wahrheit, dass das Wissen über die Gesundheit, über die Macht der Krankheit überhand genommen hat und du plötzlich, ohne dass du richtig weißt, jetzt, an was du denkst einfach geradeaus. Du hast früher nur an deine Krankheit gedacht, die ja nur 5% sein kann vom gesamten Organismus und plötzlich gehst du in eine Umwelt, wo nur reine Gesundheit ist. Da gibt es keine Kontamination, da sitzen riesengroße Mauerwerke. Und wenn du da drin nicht denkst, sondern nur deinen gesunden Menschenverstand einsetzt, dann sind Spontanheilung möglich. Noch kleines, weil wir sind ja nur auch in Kanada. Ich habe vor Jahren, als ich da noch bei der NASA war, hatte ich einen Kollegen, der hatte Magenkrebs und Darmkrebs im allerletzten Zustand. 46 Jahre alt und er ist nach Kanada gefahren und hat sich von einem Arzt jetzt an einem Wunderbaum binden lassen und nach einer Woche hatte der keinen Krebs mehr. So, dieser Baum ist ein Energiepotenzial und wenn du, egal welches Energiepotenzial du nimmst, solange das in einer Relation ist mit deinem gesunden Menschenverstand, hast du die Möglichkeit, die Macht der Krankheit zu brechen und der Gesundheit das Wissen zu vermitteln jetzt. Und ich habe das mit dem Buch gemacht. Ich habe mindestens 1 Million Leute habe ich. Du hast es vor allen Dingen natürlich dann auch mit deiner akustischen Informationstechnologie gemacht, weil da der Organismus genau diesen gesunden Menschenverstand jetzt nur als Organismus lebt. Also ich hätte das nicht machen können jetzt ohne den Studium jetzt dieser Sache. Ich bin ein positiver Mensch, ich bin nicht negativ, ich bin Hans, aber wenn es um die Gesundheit geht und du bist krank und du denkst dann noch positiv, dass du nicht stirbst, hast du keine Chance zu gesunden. Ja. Vielen Dank, ein wunderschönes Schlusswort. Liebe Zuschauer, The Danger of Positive Thinking ist die englische Originalausgabe dieser Publikation, die ist aber als E-Book auch auf der Seite von Professor Kempe gibt. www.cium-geno62.de mit der Möglichkeit eben zum einen diese Publikation sich auf Deutsch herunterzuladen und zum anderen Informationen über eine Revolution in der Medizintechnologie, die den menschlichen Organismus ermöglicht, selbst zu erkennen, wo Baustellen sind und wo keine Baustellen sind. Und das ist, wie man eben so schön gehört haben, eben das, was der menschliche Organismus als seinen gesunden Menschenverstand dann zu seiner Selbstheilung praktiziert und braucht. Und dafür hat Hans Kempe die Technologie und das Wissen geschafft und erforscht. Wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.